Wir haben verschiedene Themenvorschläge gehabt und damals war die Frage natürlich, ob wir nicht mal so eine Zeitepoche untersuchen sollten. Deshalb waren die 50er Jahre, die insofern interessant sind, weil sie ja im Grunde eigentlich die Epoche sind, die jetzt 70 Jahre Frieden hier in Westeuropa hervorgebracht haben. Ganz bewusst wollten wir diesmal ja was anderes machen, also einen Workshop mit anderen Leuten, interessierten Laien, die am Thema interessiert sind. Und ich bin wirklich ganz begeistert von den Ergebnissen dieses Workshops, weil es hat sich gezeigt, dass in der Vorbereitung die Mitglieder des Arbeitskreises unheimlich stark eingebunden waren, unheimlich aktiv vorbereitet haben, richtig ans Arbeiten gekommen sind und dass sie jetzt die Früchte dieser Arbeit haben ernten können, weil sie sind gestoßen auf ein Publikum, das unheimlich bereitwillig Erfahrungen eingebracht hat, mitgearbeitet hat und eben nicht nur konsumiert hat im Sinne von, ich lese was oder ich höre mir einen Vortrag an, sondern ich mache selber etwas. Und die große Kunst wird jetzt wahrscheinlich sein für die Zukunft, jetzt aus diesem Format etwas zu machen, also daraus irgendwie Ergebnisse zu ziehen, weiterzuarbeiten, zu überlegen, welchen nächsten Schritt man gehen wird. Ja, ich habe den Workshop Essen und Trinken in den 50er Jahren mitgeleitet und ich fand es sehr spannend, wie die Teilnehmer sich engagiert haben überhaupt. Die haben heute Morgen wirklich, ich würde sagen, wie verrückt gearbeitet, waren unglaublich motiviert und haben in Gruppen jeweils ein anderes Thema bearbeitet und das auch sehr selbstständig, ohne irgendwelche weiteren Anleitungen, sind die zu schönen Ergebnissen gekommen. Ich war in der Gruppe Die Mode der 50er Jahre und das ist ein ganz großes Thema bei mir, weil ich habe ja Modedesign studiert, sozusagen auch in den 50er Jahren. Und es war der Petticoat unter den Kleidern und es war wirklich auch eine Freude, weil es ganz, ganz neu war. Also ich war in der Gruppe Schule in den 50er Jahren und da das ja meine Erlebniswelt noch ist, Schule in den 50er Jahren, hat mich das Thema angesprochen. Selbst wenn das in den 50er Jahren sicher anders war als heute, wurde doch also zum Teil deutlich, dass es sehr, sehr auf die Lehrpersönlichkeit ankommt und es wird ja heute noch mehr betont. Für mich hat am meisten beeindruckt, mit welchem Eifer und welcher Bereitwilligkeit Sie erzählt haben von dem, was Sie in den 50er Jahren konkret erlebt haben. Viele Dinge, die uns von heutiger Sicht sehr skurril anmuten oder was man sich gar nicht vorstellen kann. Also ich würde sagen, für mich das Wichtigste ist, ich bin sehr viel sensibler geworden für die Fragen der Gegenwart im Rückblick eigentlich. Also die Fragen zu den 50er Jahren, die öffnen einem ja unheimlich die Augen für die augenblickliche Situation. Mein wichtigster Eindruck ist, denke ich, dass es funktionieren kann, Leute in unserer Altersgruppe zu aktivieren und zum Sprechen zu bringen.